Kein Mensch lebte je ohne Tagträume. Es kommt aber darauf an, sie immer weiter zu kennen und dadurch unbetrüglich, hilfreich aufs Rechte gezielt zu halten. Möchten die Tagträume noch voller werden, denn das bedeutet, dass sie sich genau um den nüchternen Blick bereichern. Okay, ich gehe wieder ins Bett. Du, ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Du hattest ja recht mit Mario und diesem Band. Klar, und das ist sowas von schräg. Ja, ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist doch offensichtlich ein Rechter. Ja, und checkt Karin das nicht? Ich meine, sie redet ständig über diese rechten Betriebsratslisten und wie schlimm es ist, dass die Rechten extra Listen haben. Aber wenn ihr Sohn dann so einen vögelt, dann ist es plötzlich okay. Du aber auch immer redest. Nein, das ist natürlich nicht okay für sie. Sie weiß eigentlich auch gar nicht so viel über Mario. Du, Mom, ich muss los. Schule und so. Ich geh da mal. Okay, bis später. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Freedom, they say, is the way to live and be free in this world, no matter where you come from. It's hard to understand this. I think there's something going on. It's time we take a break and talk a while. Now you know there's people of this world who have needs like you and me. So let's bring our hearts together, 'cause we know what the problem is. It's the cost of living. It's the cost of love. Warum setzt du einen Kopfhörer auf? Es ist nicht einfach nur ein Kopfhörer. Da ist auch eine Kamera und so weiter. Die wollen jetzt ganz genau wissen, wann ich wo bin. Ist quasi eine Dauerbeobachtung. Das heißt, sie wollen wissen, wann du bei wem was auslieferst und wann du Pausen machst? Ja. Wenn ich losfahre, muss ich das Ganze einschalten. Gestern, da hat ein Techniker von der Firma alles mit meinem Navi gekoppelt. Bezahlen muss ich das auch noch selber. Aber du zahlst doch schon dein Auto selbst. Es fühlt sich an, als wäre ich irgendwo angebunden. Ich fühle mich überhaupt gar nicht mehr frei. Ja, schon frei. Frei sein heißt weder herrschen noch beherrscht werden. Offiziell, da bin ich ja Subunternehmer. Wenn es dir nicht passt, sagt mein Chef, kann ich ja gehen. Er meint, das ist halt der Preis der Flexibilität. Weil Flexibilität und Differenzierung die Sinnstiftung des Lebens ansprechen, werden diese Begriffe wertmäßig sehr hochgesetzt. Sie lassen Bedürfnisse nach mehr Individualismus anklingen, nach Zugewinn an eigener Zeit. Hallo ihr Lieben! Viele von euch haben uns geschrieben und gefragt, ob wir denn schon von unseren Einnahmen als Influencer leben können. Ja, das ist mega persönlich. Aber wir sind ja total open, von daher, wir machen als Selbstständige auch noch ein paar coole andere Jobs. Mit einem Notebook, dann und wann, wo wir wollen. Von 9 to 5 im Büro sitzen, das ist doch sowas von gestern. Ey, wir bucken doch nicht vor dem Chef und so. Also jetzt rede ich erstmal weiter. Also was ich sagen wollte ist, ihr wisst ja, dass ich Mode machen will und tja, es gibt auch andere Mode. Dieses T-Shirt hier von Ace, das ist zum Beispiel total günstig und super witzig. Das kostet nur 9,50 € und ja, sowas könnte ich niemals. Also sie will halt sagen, Handmade ist halt teurer. Ihr Lieben, das wollte ich gar nicht sagen, sondern dass ihr also, dieses T-Shirt gibt es auch noch in weiß, in grün, in blau. Überwachung gibt es doch inzwischen überall. In dem Büro, in dem ich putze, sind überall Kameras angebracht. Das ist doch alles eine Frage der Haltung. Das kann doch auch sehr sexy sein. Also ich sehe das anders. Alles, was ich mache, ständig öffentlich zu sehen ist. Das Handeln kann als Tätigkeit überhaupt nicht zum Zuge kommen, ohne die ständige Anwesenheit einer Mitwelt. Ich will mich aber entscheiden können. Wir können richtig verdienen. Sag mal, filmst du das gerade oder was? Wir brauchen Geld und wollen Sex, das passt doch zusammen. Für mich nicht. Okay, Leute, ihr wolltet also wissen, ob ihr richtig viel Geld verdienen als Influencer. Aber ihr wisst doch, über Geld spricht man nicht. Oh je, ihr Lieben, das war jetzt aber voll 90er, oder? Über Geld spricht man nicht. Das sagen doch sonst nur die Alten. Ich scheiße! Ja, was soll denn das? Stalkst du uns? Ey, hau ab, du Bitch! Ich hab grad so einen Schmetterling gesehen und... Ja, verpiss dich! Das war echt keine Absicht. In den Computer von jemandem Fremden reingefilmt? Ja, Datenschutz. Jetzt sag mir, was das ist. Also so wie es aussieht, geht's hier um Trainingsdaten für eine Software zur Spracherkennung. Geht um eine Steuerung von einem PKW-Infotainment-System. Okay. Was? Ist, denke ich, ein Crowdworking-Job. Guck mal, die Spracheingaben sollen hier transkribiert werden. Crowdworking-Job? Ja, Firmen aus, was weiß ich, Japan oder USA bieten das für Leute an, die das dann für sie erledigen, wann und wo sie wollen. Guck mal hier, zum Beispiel geht es darum, das System auf eine ausreichende Spanne an individuellen Spracheingabemöglichkeiten potenzieller Nutzer hin zu optimieren. Mhm, verdient man da gut? Och, meistens total schlecht. Bei sowas kommt nur 2 bis 5 Euro Stundenlohn raus. Und es ist auch noch total stumpfsinnige Arbeit. Das ist meistens so. Und sozial abgesichert ist man da sowieso nicht. Verstehe ich nicht. Warum machen Leute das dann? Soll halt cool sein, ist es aber nicht. Darum habe ich doch bei dieser Start-up-Agentur aufgehört. Von wegen Kickern im Büro. Du sollst dich frei fühlen und so. Pff. Wie gesagt, kannst du es machen, wann und wo du willst. Naja, ist schon irgendwie cool. Findest du, ja? Manche von diesen Crowdworkern müssen Regale in Supermärkten abfotografieren. Das wäre doch was für dich. Gibt wahrscheinlich 2 Euro die Stunde. Seid ihr fertig? Wir treffen uns gleich mit dem Haus. Hallo, na, wie geht's? Hallo ihr Lieben. Heute also wieder ganz gesund koche ich für uns Biogemüse, nur ganz leicht angedünstet. Sibyl, wieso gedünstet? Wir hatten noch überlegt, Salat selber... Ich koche jetzt und ich koche Biogemüse gedünstet. Ja, klar. Aber wir haben unseren Fans versprochen, selber Salat... Ich koche Biogemüse gedünstet! Ja, also wir haben ja alle den Brief bekommen von dieser Babylon-Gruppe. Ja, bei uns war auch jemand und hat uns ein Angebot gemacht. Das ist doch der Wahnsinn, dass diese Immo-Haie jetzt aus Frankreich kommen und hier die Häuser kaufen. Ach ja, naja, Haie. Also, wir haben uns überlegt, dass es so eine sehr gute Gelegenheit wäre, mal richtig was zu verändern. Wie meinst du das? Ja, weggehen oder aufs Land ziehen. Ja, man muss sich ja jetzt noch nicht entscheiden. Das kann sich ja alles noch ein bisschen hinziehen. Also wir haben überlegt, schon länger, dass wir Ökobauern werden. Was? Naja, hier in der Stadt wird alles immer enger und so. Ja, wir überlegen schon lange, ob wir gehen. Und so ein Angebot kommt ja nie wieder. Ich verstehe euch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, ihr habt doch neulich erst noch davon erzählt, wie toll ihr hier alles findet. Ja, aber... Also wir verkaufen auf keinen Fall. Genau. Die Dinge verändern sich. Ja, was, auf einmal? Aber ihr wisst doch ganz genau, die verkaufen das dann für das 6-fache weiter. Ach, jetzt mach doch da kein Drama draus. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Ich finde auch, du solltest dich mal beruhigen. Also das sind tolle Projektentwickler. Die werten den Stadtteil auf. Das ist doch das Letzte. Ich soll mich beruhigen? Wie naiv seid ihr eigentlich? Wieso bist du jetzt so aggressiv, Karin? Schön, dass wir mal allein sind und in Ruhe ein bisschen reden können. Ich hab doch nichts für dich. Das weißt du auch. Und was ist mit Mario? Was soll das? Ich lass Mario aus dem Spiel. Es gibt einfach keine Arbeit für mich. Ich habe sogar versucht, eine richtige Männerarbeit zu finden. Einmal habe ich mich auch vorgestellt. Männerarbeit. Kannst du dich erinnern an diese Serie? Das ist schon ewig her. 8 Stunden hat ein Tag. Von diesem linken Homosexuellen da. Irgendwas mit Fass. Ist ja egal. Jedenfalls der Held, das war so ein richtiger Mann, Werkzeugmacher, ein riesiger Kerl, sehr schön, der Schauspieler Gottfried Jung. Ist ja gut, kenne ich nicht, jetzt kommen wir zur Sache. Ja, sowas gibt's überhaupt nicht mehr. Werkzeugmacher, das ist jetzt alles computergesteuert. Ich habe überhaupt keine Chance mehr. Oh. Hi Jenny, na? Du? Leider muss ich gerade gehen. Bis bald. Wow, was ist denn das? Klopapier. Ach so. Komm mal, setz dich mal her. Gut, dass der weg ist. Der Bernd, der hat gar keine Wohnung mehr. Ja, der musste schon vor ein paar Monaten raus, der ist total pleite. Das will er dir natürlich nicht sagen, aber der lebt jetzt in seinem Auto. Was? Freedom, they say, is the way to live and be free in this world, no matter where you come from. It's hard to understand this. Sag mal, warum quatschst du mir eigentlich? Leg dich doch da! It's time we take a break and talk a while. Hallo, wer ist da? Ach so. Ja, ich bin der Sohn, das ist ihr Telefon. Nö, ich weiß nichts von dem Brief. Jugendamt? Okay. Morgen? Na, da arbeitet meine Mutter aber. Ja, okay, um 7:30 ist sie mal eine Stunde da. Naja, da ist ja eigentlich Schule. Okay. Ja, das geht. Bis dann. Can see the fine food to eat, and he can see the finer home. Cause destroying our precious land to build up what they can own. What's your problem now? Don't you think you have enough? So open up your heart and think. Shout it to the world. The cost. Strength, so we got to strengthen each other and get together. Yes.